Wie sieht eigentlich so ein Tag in meinem Leben aus? Was habe ich für Routinen und was mache ich so den ganzen Tag? Also normalerweise ist es ungefähr so. Ich wache auf, meistens so gegen 9 Uhr ungefähr, plus minus. Die Kinder sind gerade aufgestanden, dann essen wir Frühstück, mega cool, ich genieße die Zeit mit Frau und Kindern. Dann meistens, ich lese ein bisschen, ich spiele mit den Kindern, wir machen vielleicht noch irgendetwas, gehen raus, spielen im Garten. Ich trainiere auch immer mal wieder, ich bin großer Verfechter von High-Frequency-Training. Also ich mache am Morgen einfach immer mal wieder ein bisschen was. Ich mache ein paar Klimmzüge, ich mache ein paar Liegestütze, ich dehne ein bisschen. Ich lese dann mega viel, das ist viel Zeit, was ich am Morgen verbringe, lesen, spielen und so weiter. Dann vielleicht arbeite ich auch noch ein bisschen was, vielleicht mache ich sogar ein Video zwei oder beantworte ein paar Nachrichten, möglichst nicht so viel. Dann essen wir Mittagessen und dann meistens gehe ich schon relativ bald mal hier ins Dojo und mache Arbeit. Also ich nehme mein Notebook mit, ich arbeite an verschiedenen Projekten. Ich versuche zum Beispiel momentan ein Online-Trainingssystem aufzubauen und eine App mit ein paar von meinen Freunden, wir da am Basteln, dass wir die Kampfkunst-Lernmethode revolutionieren auf die Art und Weise, wie ich finde, dass es mega große Fortschritte machen wird. Dann trainiere ich noch ein paar Mal, ein bisschen vor mich hin, mache Krafttraining, mache Techniktraining, auch am Boxhack, mache mein Kraftausdauertraining. Ich arbeite an meiner Flexibilität, ich arbeite an meiner Koordination. Ich lese noch ein bisschen mehr, ich studiere ein bisschen die Welt, denke nach, mache noch mehr Videos. Und dann beginnt das Abendtraining. Dienstag, Donnerstag ist Kindertraining. Schon ab 16 Uhr kommen die rein. 16.30 Uhr beginnt das Training bis 21 Uhr. Und Montag, Mittwoch und Freitag ist erst ab 18 Uhr. Und dann ist jeweils Training bis 21 Uhr, wo Kampfkunsttraining ist, wo ich unterrichte und so gut es geht auch selbst mitmache. Vor allem das Sparring mache ich immer unbedingt mit. Und dann bleibe ich noch ein bisschen im Dojo. Ich lüfte ein bisschen, fahre ein bisschen runter, mache noch mal ein bisschen Meditationsübungen, erhole mich ein bisschen, lese vielleicht noch ein bisschen mehr. Manchmal mache ich auch noch ein bisschen mehr Videos, versuche noch ein bisschen Arbeit zu erledigen. Und dann meistens um ungefähr 22 Uhr gehe ich nach Hause, habe meinen Post-Workout-Shake noch schon genommen, esse noch was zu Abend, lese noch ein bisschen was oder ab und zu schaue ich noch ein bisschen was fern. Momentan schaue ich Boruto und dann gehe ich ins Bett, tu die Dinge, die man so im Bett macht und schlafe und dann geht es wieder von vorne los. So sehen die meisten Tage in meinem Leben aus.